Der Zöllnerplatz in Chemnitz ist eng mit der Entwicklung von Chemnitz zur Großstadt und zum Industriestandort verbunden. Doch nur wenig ist über diesen Platz bekannt. Etwa Mitte der 1870er Jahre begann die Bebauung an der Blankenauer Straße, welche vom Zöllnerplatz stadtauswärts führt. Der Platz ist daher vermutlich bereits in den 1860er Jahren entstanden. Urkundlich erwähnt wurde der Zöllnerplatz erstmals 1885. Sein Namensgeber ist der Komponist Karl Friedrich Zöllner. Die historischen Ansichtskarten verdeutlichen, dass die Mitte des Platzes schon damals als Park angelegt war. Die wiederholte Verwendung als Postkartenmotiv lässt auch vermuten, dass es sich um einen repräsentativen Platz für Chemnitz handelte, der auch stadtkulturell von Bedeutung war. Obwohl ein Großteil der historischen Gebäude den Zweiten Weltkrieg überstand, entwickelte sich der Zöllnerplatz zu einer Kreuzung von Durchgangsstraßen. Die Platzstruktur ist dadurch nur bei genauer Betrachtung noch zu erkennen. Der südliche Teil des Zöllnerplatz schließt als Begrenzung den Brühl als Fußgängerzone ab. Der nördliche Teil ist besonders durch den Lidl geprägt. Für nicht wenige war Chemnitz über Jahrzehnte die Stadt der Gründerzeitruinen, Plattenbauten und Baulücken. Während in den 2000er Jahren der nicht sanierten Gründerzeit-Bausubstanz oft mit der Abrissbirne begegnet wurde, schien in den 2010er Jahren häufiger eine Sanierung als optimale Lösung. Der Zöllnerplatz war Teil dieser Entwicklung, an dem diese dennoch zum Großteil vorüberzog. Besonders auffällig am Zöllnerplatz ist die Anzahl von Brachen denkmalgeschützter Gründerzeitgebäude sowie die dazwischen hereingerissenen Baulücken. Im Frühjahr 2014 wurden die Häuser Zöllnerplatz 21 und 23 abgerissen. Ziel war damals eine Neubebauung dieser Gebäude in Anlehnung und Einfügung an die historische Bausubstanz daneben. Passiert ist jedoch nichts. Im Dezember 2023 brach im benachbarten Gebäude Zöllnerplatz 19 eine Zwischendecke durch, wodurch auch Elemente von der Fassade herunterfielen. Davor parkende Autos wurden beschädigt. Die Parkbuchten vor dem Gebäude sowie die Straße ist seitdem gesperrt und der Zöllnerplatz hier eine Einbahnstraße geworden. Seele anziehen, einfach mal anhalten, um zu verstehen,